Hallo Masters-Fans, liebe Fans der Sammlerkunst, herzlich willkommen bei Giganten Phantom. Ja, auch in unserem Jubiläumsmonat zu 40 Jahre Masters of the Universe, ja, da erscheinen auch fantastische Figuren. Ich habe euch in den letzten Tagen ja schon tolle Figuren gezeigt aus der 8. Wave der Origins Toyline. Heute habe ich eine Figur, ja, aus der Masterverse-Reihe. Und zwar ist hier die Deluxe-Figur von Trapjaw eingetrudelt. Oh, ja, ich habe die Figur auf dem Foto gesehen und musste sagen, ich war als erstes begeistert. Doch wo ich... das erzähle ich euch am besten erstmal gleich. Aber vorher gucken wir uns mal die Figur in der Verpackung an, mit der Verpackung. Ja, wie sieht die Deluxe-Figur genau aus in der Verpackung? Ja, da steht der Leibwächter von Skeletor noch im Blister. Ja, auch diese Figur stammt aus der Masterverse-Line, hat 30 Gelenkpunkte. Stammt natürlich aus der originalen Netflix-Serie Masters of the Universe Revelation. Und hier auf der Seite findet man den Schriftzug Trapjaw mit dem Untertitel, da es eine amerikanische Umverpackung hat, Evil and Amid for Combat. Ja, auf der gegenüberliegenden Seite sieht man wieder ein atemberaubendes Artwork. Dieses hat Nate Baird, so ich hoffe mal, ich spreche diesen Namen richtig aus, kreiert. Ja, auf der Rückseite geht das geile Artwork weiter. Trapjaw, gerade der ein Feuer losbricht mit seiner Armwaffe. Ja, hier wird nochmal kurz, Trapjaw wird hier nochmal erklärt. Ja, und unterhalb des Artworks sieht man noch einige Figuren mehr, die erschienen sind und erscheinen werden. Darunter unter anderem Merman. Ja, passend zu Trapjaw habe ich natürlich hier ein tolles T-Shirt angezogen, gebührend für den tollen Charakter. Und Trapjaw, wie gesagt, kommt in einer Deluxe-Version daher. Er hat natürlich auch seinen Priestermantel mit dabei, eine auswechselbare Hand, einen zusätzlichen Gürtel sehe ich. Natürlich auch hier für seinen Waffenarm hat er hier verschiedene Instrumente mit dabei, einen Umhang. Ja, das ist schon eine tolle Figur. Und was ich nochmal sagen wollte, ist, was mich ein bisschen verhalten macht, ist sein Gesicht. Denn er hat, so sah ich es auf den Bildern, jetzt sehe ich es auch gerade hier, er hat zwar seinen stählernen Unterkiefer, aber darunter verbirgt sich aber ein ganz normaler Kiefer. Da bin ich mal gespannt, wenn ich ihn gleich auspacke, wie er denn in Natura, ja, wenn ich ihn in den Händen halte, wie er sich denn da macht, ob ich immer noch ein wenig enttäuscht bin. Ja, wir packen aus. Und was für eine Verwunderung eigentlich, wie jede Verpackung, ja. Auch gerade bei den Deluxe-Verpackungen ist eigentlich immer das Gleiche, ja. Diese Steinwand, diese graue Steinwand ist natürlich auch als Verpackungshintergrund mit dabei. Und hier ist er nun, ja. Ja, diese Figur gab es jetzt bei unserer Lieblings-Online-Plattform Time for Action Toys. Damit liebe Grüße nach dir hin, Kai. Denn der Kai hat diese Figur als amerikanischen Import. Das heißt, sie ist etwas teurer, kommt aber auf amerikanischer Karte daher. Ja, lohnt sich auf alle Fälle. Ein toller Online-Shop. Ja, Time for Action Toys, ja, gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Da es ja ein Vorab-Import war von dieser Figur, hat sie ein wenig mehr gekostet als üblich. Ich habe hier knapp 50 Euro gezahlt. Hier sieht man erstmal seinen Umhang, der gleiche eigentlich wie bei Treeclops aus der Masterverse-Reihe. Hier natürlich sein, ja, diese Priestergewand, ja, ein Teil davon ist auch mit dabei als Zubehör. Dann natürlich diesen zusätzlichen Gürtel, den brauchen wir nachher natürlich. Wenn man nämlich Trapjaw das Gewand anziehen.
Ich finde immer so toll, so die Deluxe-Figuren, ja, die, was sie so an Menge Zubehör haben. Hier bin ich mir ein bisschen unsicher. Die Hand lasse ich noch drin, auch die Werkzeuge. Ob ich ihn später, wie ich es bei Treeclops gemacht habe, ich habe nämlich Treeclops hier bei mir ins Regal gestellt mit seinem Priestergewand. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das hier beim Trapshow machen möchte. Genauso entscheide ich, glaube ich, so aus dem Bauch heraus. Natürlich hier auch seine Waffen für seinen Waffenarm, ja, hier dieser Greifarm, ja, der Zangenarm und hier sein Hakenarm, ja. So, wollen wir mal auspacken, aber bevor wir auspacken, müssen wir natürlich auch ihn hier wieder von seinen Gummibändern befreien. Auch diese Figur ist natürlich hervorragend gesichert. Zu gut gesichert. Treeclops hatte zwar keine sehr großen Auftritte in der Masters of the Universe Revelation Serie von Kevin Smith bei Netflix, aber es hat gereicht, wohl darüber eine tolle Figur herauszubringen. Das gleiche gilt auch für Merman. Merman kommt hier auch heraus in der Wave 4 und er hatte auch keine großen Auftritte, aber trotzdem für die Fans genial, wenn Mattel diese auch als Masterverse-Figuren veröffentlichen. Das ist immer ein bisschen das Nervigste, ihn zu befreien. Und so, das. Heraus mit dir, Trapshow. Hier ist immer noch, meine Güte. Holla die Walfee. Ja, viele haben sich, wie gesagt, am Gesicht ein wenig ausgelassen. Viele fanden diesen Gesicht ein bisschen doof. Und ich kann es sogar verstehen. Aber vielleicht bin ich gleich überzeugt und sage, hey, das Gesicht ist doch gar nicht so blöd, wie man denkt. So, jetzt habe ich ihn erstmal in den Händen. Ja, klar hat er den gleichen Oberkörperbau wie He-Man und die anderen männlichen Charaktere aus der Reihe. Da hat Mattel natürlich weiterhin die gleichen Gussformen genommen. Auch hier der Kopf ist natürlich zu klein für den Körper. Das haben leider alle Masterverse-Figuren, das kann ich gar nicht oft genug sagen. Sie haben alle so kleine Schrumpfköpfe. Aber ich gucke gerade mal hier, der Kiefer lässt sich bewegen und das sieht auch schon komisch aus, wenn er hier so lacht, so hämisch lacht. Krass. Kann man auch hier das abnehmen, den Unterkiefer? Moment. Ja, pass auf, jetzt zeige ich euch mal was. Ich mache mal ab, pass auf. Was ich meine, jetzt guckt euch das mal hier an, sieht man das? Ich fange es euch mit der Kamera jetzt mal ein. Dieser Unterkiefer ist schon, also, das sieht schon komisch aus, ja. Ich dachte immer, der Unterkiefer wäre weggerissen. Ja, so hat es ja auch immer gehießen, ja. Wir wollen mal schon anfangen mit den Hörspielen, ja. Wo man in den deutschen Hörspielen erfahren hat, auch wenn es eine deutsche Interpretation ist, wie aus dem Waffenmeister Jaw Trapjaw wurde. Ja? Durch einen Angriff von Skeletor sollte ja ein Kind mit einem Panzer überfahren werden. Am Steuer saß Skeletor, aber Jaw war ja ein Guter und hat das Kind zur Seite gerissen. Aber Jaw hat es erwischt. Ja? Er hat erstens mal den rechten Arm verloren, ja, und noch seinen Unterkiefer wurde weggerissen. Eine ganz düstere Sequenz dieser Hörspielreihe, wo einem echt der Atem gestockt ist als Kind. Das war schon reinster Horror. Und hier, ja, hat er noch den Unterkiefer. Sieht ein bisschen doof aus, aber wenn man das Visier zumacht, sieht er schon düster aus. Aber Mattel, macht doch endlich mal Köpfe, die wirklich auf dem Oberkörper wirklich auch passen. Jetzt nicht diese Schrumpfnummern. Na. So, natürlich kann man auch da seine Gelenke alle bewegen. Hat auch einen coolen Stand. Ja, das ist, muss ich sagen, der Stand sitzt sofort auf Anhieb. Das war jetzt nicht immer so. Die Wave 3 war für mich bei jeder Figur, ja, die war wirklich mega schlecht im Stand. Da musste man eine Menge nachjustieren. Und jetzt bei dieser Figur, wie man sieht, steht sofort. Auch hier sein Waffenarm kann man, wie man es auch kennt, von all den Versionen von Trapshow, angefangen von der Vintage-Version bis rüber zu den Origins
oder der Neo Vintage Reihe. Man kann diese natürlich, den Arm, kann man hier die Waffen einsetzen, wie man möchte, aber etwas schwieriger. Ja, hier mit dem, hier, mit dem Haken, ne? Hier, es kommt wieder ein Wortspiel, ja, kommt. Hier, was, wie nennt man das? Da ist ein Haken an der Sache. Ja, egal. So, cool, schön. Auch den Gürtel, wie man ihn wirklich so herkennt. Diese Figur ist wirklich so hergestellt worden, wie man Trapjaw, bis auf dem Kopf natürlich, wie man ihn halt auch kennt von den Vintage Toys, angefangen bis hin jetzt zu der Origins-Reihe. Toll. Nochmal, guck mal, hier ist auch hier der Zangenarm. Kann man schwieriger einsetzen. Boah, das ist wirklich ein bisschen schwierig. So. Warum auch immer. Moment. Das ist ein bisschen doof gemacht. Man muss da wirklich sehr viel Kraft aufwenden. Das war genauso bei Treeclops Visor. Ja, der Visor, den konnte man nicht richtig drehen, weil man dachte, ich dachte zuerst beim Unboxing, der Visor sitzt fest. Nein, man musste wirklich mit aller Kraft, musste man den Visor drehen, damit man ihn wirklich die Augen wechseln konnte. Und hier ist es auch ganz genau so bei dem Waffenarm. Man muss da wirklich seine ganze Kraft aufwenden, um die Waffen zu wechseln und aufzusetzen. Ja, aber trotzdem cool. Sehr schön. Paintjob bin ich auch mal gerade am gucken. Kann ich nichts Böses drüber sagen. Aber die Figur ist jetzt, wenn man sie so in Händen hält, gar nicht so schlimm. Ja? Man macht halt das vorne, dieses Stahlmaul macht man halt zu und dann sieht man nicht diesen komischen Unterkiefer mit der Zunge. Ja. Ja. Aber wenn man den runtermacht, das ist schon gewöhnungsbedürftig. Ne? Auch die Zähne oben. Ach, egal. Und wie das, was ich eben schon sagte, das Schöne hierbei daran ist es, man kann ihm auch ein Gewand aufsetzen. Das werden wir natürlich jetzt auch machen. Ja, dafür sind wir ja auch hier zusammengekommen. Dafür muss man aber auch Gürtel entfernen, auch gleich den Kopf entfernen. Dann ziehen wir ihn natürlich auch hier, das hat auch, wie gesagt, auch Treeclops gehabt aus der Masterverse-Reihe, sein Gewand an, was sehr schön ist hier auch mit Klettverschluss. Ich glaube, beim Treeclops konnte man das Gewand nicht komplett öffnen, sondern nur zum Teil. Aber hier kann man dieses bordeauxrote Gewand kann man komplett öffnen, ihn anziehen. Das fällt hier um. Wen ist es hier denn schlecht geworden von den Herrschaften? So, gucken wir mal. Schön drüber gezogen, schön befestigt. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht, ob ich den Trapjaw denn so lasse. Es geht ein Schratzi-Fatzi, ja, man kann ihn wirklich umkleiden. Moment. So. So zudrücken, Moment, das ist ein bisschen schwieriger. Moment, Moment, Momentchen mal. Auch hier ein bisschen mehr Kraft aufwenden. So sieht das schon mal fein aus. Das Köpfchen wird aufgesetzt. Und zack, haben wir die Priesterversion von Trapjaw. Ich mache mal hier sein Maschinengewehr drauf als Arm. Die geht besser drauf. Ist ein bisschen hier vorne, ein bisschen gebogen. Die Wogen gebogen. So, guckt euch den mal an. Trapjaw als Priester. Sieht schon mega cool aus. Sehr schön gemacht. Ja, gefällt mir auf alle Fälle. Ja, cool. Ihr könnt gerne unten in die Kommentare reinposten, wie findet ihr die Masterverse-Version, die Masterverse-Version von Trapjaw? Ja, hat wirklich was. Und wie gesagt, er hat auch 30 Gelenkpunkte, die man bewegen kann. Ja.
Klar, ein bisschen doof ist es, das haben aber alle Masterverse-Figuren, wenn man den Arm anwinkelt. Darauf bin ich eigentlich gekommen, wo ich letztes Mal ein Unboxing-Video eines Kollegen gesehen habe. Der bemäkelte das, wenn man anwinkelt, hat man diese blöde Form hier. Und ich muss sagen, er hat recht, ist mir gar nicht so bei meinen Unboxings aufgefallen. Stimmt, es sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig hier aus. Ja? Ist ein, wirklich ein großer, großer Nachteil. Aber ein toller Hingucker auf alle Fälle. Auch er hat natürlich auch eine auswechselbare Hand. Warum man die auch immer brauchen mag. Wir können die Hand auch mal draufsetzen. Momentchen mal. Hat jemand mal eine dritte Hand für mich? Moment. Natürlich haben wir hier was vorbereitet. Oh Gott. Sie sitzt richtig fest. So. Also tauschen wir natürlich mal aus. Hier der Armreifen, hier dieser hellgrüne mit dunkelgrünem Armreifen kann man leider nicht entfernen. Nein, geht nicht, aber man kann die Hand dann da draufsetzen. Falls man keine Hand möchte mit einer Faust zur Faust geballt, sondern eine, die offen ist. Ja, jetzt sieht das schon ein bisschen mehr so in einer Predigt aus, ne? Liebe Brüder und Schwestern im Masters of the Universe Land, geheiligt werde euer Namen. Und dann alle Amen. Ja, so. Hat was, ne? Diese Priesterhand. Ja. Kommt in meiner Mitte. Schön. Cool. Auch mit offener Hand sieht er richtig cool aus. Eine wirklich tolle, tolle, tolle Figur. Muss ich wirklich lassen. Hat mich jetzt wirklich überzeugt. Und ich bin jetzt auch wirklich unsicher, soll ich ihn in Gewand lassen oder wie bei Treeclops. Der Treeclops hat bei mir auch das Gewand noch an. Ich wollte eigentlich eine zweite Figur geholt haben. So Figuren bürgen dafür, dass man davon zwei holen muss. Aber nicht, um eine original verpackt zu lassen, sondern um eine in ein Gewand zu stecken und die andere im herkömmlichen, bekannten, in der bekannten Rüstung. Ja? Da bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig. Aber die hat wirklich Style. Auf alle Fälle hat sie Style. Ja, krass. Gefällt mir. Super toll. Auch hier oben auf dem Helm hat er natürlich, was man kennt, natürlich diese Öse. Damit kann man, da könnte man jetzt theoretisch auch ein Seil durchmachen, ja, einen Faden oder Seil ähnlich. Und dann könnte er herabgleiten. Was hier schön ist, man kann die anderen Waffen, die man gerade nicht für den Waffenarm braucht, wie man es kennt, hinten am Gürtel einhängen. Ja, damit beschließe ich die heutige Ausgabe von Giganten Phantom mit dieser tollen, überragenden Figur, ja, mit dem Stahlmaul Trapjaw. Dann hoffe ich mal, dass wir uns auch beim einen der nächsten Videos wiedersehen, denn ihr wisst ja, in diesem Monat, im März, ist ja Themenmonat hier auf Bumo TV, 40 Jahre Masters of the Universe, und da erwarten euch auch in den nächsten Tagen bis zum Ende des Monats wieder spezielle tolle Videos mit tollen Leuten aus der YouTube-Welt. Bleibt auf alle Fälle uns gewogen, bleibt gesund, bleibt friedlich und vor allen Dingen bleibt sammelwütig. Tschüss!